Hallo, mein Name ist Sylvie Unger Wagner und wir fangen mit den Kirmes-News an. Ja, und das Thema Nummer 1 ist ein sehr kleines Thema. Der 754. Kalte Markt in Ortenberg, der im Wetteraukreis ist, im Bundesland Hessen, findet vom 23. bis zum 27.10. statt. Dann komme Kirmes in Pärnu. Ah, in Pärnu ist in Estland, der vom 4.7. bis zum 8.8.2020 beginnt, startet. Auf jeden Fall gibt es eine Reihe der niederländischen Schausteller, reisen mit der Attraktion nach Pärnu, um der bereits geöffneten Kirmes teilzunehmen, bis zum 6. September dort sein wird, aber warum steht denn 8.8. drauf? Das verstehe ich jetzt nichts. Auf jeden Fall wird dort der neue Airborne benutzt von Ordelmann, der in Primera dort ist. Und ja, wir gucken mal, was da gibt's. Ja. Einmal haben wir den Around the World, ein Breakdancer, Booster, Kinderachterbahn, Fireball, Funhouse, Basketspiel, Pusher, Kranenpoint, Trampolinen, Toppler, Ballonspiel, Slush, ja, und auch ganz viel Futter und ja. Und das war's eigentlich von der Beschickung, also Futter, also Essen und Trinken gibt es da bestimmt auch viel, bestimmt auch holländische Marken. Also wer da hin möchte, der muss ein vielleicht ein paar Tage in ein Hotel schlafen, weil Estland ist ja nicht gerade in der Nähe, ist im Baltikum und ja, und dort kann man auch dahin fliegen, hinfahren wie ihr wollt, aber besser wäre es hinfliegen. Ja, und dann kommen wir zum Schluss die Corona-Zahlen. Neuinfizierte sind 192, neue Tote sind 4, Genesung auf 400 geblieben, aber unter die Hälfte war die Reproduktionszahl. Und ja, und dann ist es zack, 5.070, also über 300 Impizierte sind es weniger geworden und die Zahl ist 2,83%. Und ja, und dann freuen wir uns auf die neue Zahlen, auf negative neue Zahlen. Ja, und positive soll einfach, möchten wir, heruntersinken. Ja, und ja. Und wenn es euch gefällt, gebt ein Like, wenn es euch nicht gefällt, ein Dislike. Und wenn ihr kein Video verpassen möchtet, dann abonniert mich und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer René Unger-Wagner.